Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wir wieder mit dem nächsten Let's Play von Divinity 2 und mit mir, Zaphirus. Ich hab die ganze Zeit ein Problem hier mit Divinity 2, weil ständig beim Starten, dass er eine DLL-Datei gefunden hat. Das Problem habe ich jetzt behoben mit einem Programm, der das fixt. Ich hoffe mal, jetzt geht doch alles, weil ich hatte hier öfters mal Abstürze. Wenn ich irgendwo reingegangen bin, ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Versteckt zum Beispiel letztens, hat er ständig das Spiel abgebrochen und dann stand da ein DLL-Datei, bla bla bla, nicht gefunden. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht mehr so. Das werden wir auch jetzt gleich testen, wenn ich wieder das Versteck finde. Das sollte, war doch hier irgendwo, oder? Oh, was geht? Die mögen mich überhaupt nicht hier. Alter, was geht? Ich mach mich ab hier. Hilfe! Scheiße, Mann. Sind die so stark? Ich bin zu schwach. Bist du zu stark? Bist du zu schwach? Fisherman's Friend. Ich glaube, das war nicht da, sondern die andere Richtung. Hier müsste es irgendwo gewesen sein. Ja, das Wetter draußen ist genauso schön wie im Spiel. Ich werde mich dann auch nach draußen begeben. Genau das ist das Versteck hier. Das testen wir jetzt mal. Es hat immer bei mir abgebrochen. Ich habe das 5-mal getestet. Jawohl, es funktioniert. Wunderbar. Wegen so einer kleinen fucking Datei. Trotzdem hat er mir das Spiel aufgemacht, ja. Aber er hat trotzdem gesagt, die Datei fehlt. Aber das Spiel hat er trotzdem gestartet. Halt mit Fehlern dann. Weil an der CD kannst du fliegen, bei mir sind CDs alle kratzerfrei. Jede CD. Ich pass da besonders drauf auf. Da komme ich wohl nicht rein. Ja, fuck you. Shit, man. Was haben wir hier? Schwarzfels. Ein Herz. Ja. Ich bin Schlösserknacken noch zu schwach. Gehen wir halt wieder hoch. Ob sowas funktioniert, ich wollte es halt mal testen. Funktioniert alles wunderbar. Apropos Abbruch. Ich habe vorhin schon ein Let's Play angefangen. Da wollte ich ins Gasthaus gehen. Auch abgebrochen mit der Meldung. DLL-Datei, bla bla bla. Scheiße. Das gehen wir jetzt auch noch mal testen, ob das alles funktioniert, wie es sein sollte. Ich wollte nochmal abchecken, ich hatte irgendwas angenommen im Gasthaus drinnen. Das war das Gasthaus hier. Und es funktioniert auch. Das freut mich. Finde ich ziemlich nervig, wenn du schon ein Video gedreht hast, was schon 10-15 Minuten ging und dann musst du es wiederholen. Nervig. Sehr nervig. Ich sag dir, Stan, ich hab ihn mit Zeit gegrüßt. Schönen Tag, Olli. Befördert diesen Drachen ins Jenseits. Hier. Hier war doch auch einer. Der hat mir einen Auftrag gegeben, irgendwas mit einem Wildschwein. Ich hab eigentlich ein Wildschwein getötet. Was? Oh, es ist nicht. Kann ich etwas für euch tun? Naja, vielleicht kann ich etwas für euch tun. Ihr scheint ziemlich nervös zu sein. Wirklich? Nein, sicher nicht. Ich bin einfach ein bisschen müde. Naja, ich lese mal deine Gedanken. Da desertiere ich und fliehe in dieses kleine Dorf, nur um dann einem Champion fast in die Arme zu laufen. Und nicht irgendeinem Champion, sondern Richard. Wenn er mich findet, bin ich tot. Hm, das gehen wir petzen, oder? Gibt's bestimmt schöne Erfahrungen. Ihr geht mir langsam ganz schön auf die Nerven. Erzähl mir noch mal was von dem Hasen. Ihr seid wohl ganz witzig, was? Abgang, Anfänger. Ich geb dir gleich. Was ist denn hier? Ah, diese Krawallmacher sind weg.
Jetzt kann's endlich weitergehen. Ey, Flaschen. Lasst euch von 3 Leuten hier verjagen, ey. So, Richard. Richard ist der, dem wir die Golem-Goblin-Herzen verticken. Für den vollen Preis, weil wir ja seine Gedanken gelesen hatten. Normal hätte er uns nur ein Drittel davon gegeben. Kleine Schlawine, ne? Aber jeder will ja sein Problem machen. Aber nicht mit mir. Hey, Richard. Ich hab da jemanden gefunden. Ah, ihr seid zurück. Was gibt's Neues? Hör zu, Richard. Wegen diesem Kerl namens David. David? Was ist mit ihm? Er ist ein desertierter Champion und versteckt sich im schwarzen Nebel. Ich dachte, das würde euch interessieren. Er ist was? Dieser Halunke! Dem werde ich zeigen, was einen erwartet, wenn man die Elite von Alleroth im Stich lässt. Aber echt mal, gib dem. Ich will aber Erfahrung oder sowas haben. Hab ich den ja umsonst verraten. Ich will Erfahrung. Der wird jetzt wegen mir abgeschlachtet wahrscheinlich. Na, die Mucke ist geil, finde ich. Besonders wenn du das Game startest. Boah. Bombenmucke. Gefällt mir sehr gut. Wie ich damals das Spiel hier auf das, wie ich das erwartet habe, das Game, das war, boah, ich glaube, ich habe das ein Jahr hinterher gefiebert und am Ende konnte ich nicht zocken, weil mein Computer zu scheiße war, also mein Rechner. Ja, was war das da Ende vom Lied? Sprecht euer letztes Gebet! Hat 3-4 Jahre im Regal gestanden. Hör zu, Richard. Ihr könnt doch nicht. Doch, du. Haltet den Pussy. Mund! Die Stunde eures Todes ist gekommen! Damit Alleroth euch elendigen Wurm endlich los ist. Ja, Mann. Das passiert mit Feiglingen. Ihr habt auf der Flucht erfolgreich abgeschlossen. Bitte wählt eure Belohnung. Oh, schöne Rüstung. Die nehmen wir, kriegen wir +1 zur Lebenskraft. Das nehmen wir. Aber ich will auch das Geld. Ich will's Geld, alle. Hübsch. Jetzt hab ich nur eine Rüstung bekommen. Ganz toll. So. Haben wir irgendwie noch eine Zweithand? Also eine Zweit... Nein. Oh, wir verändern uns sogar. Was haben wir hier? Ausgerüstet, selten. Perlenkette des Wachmanns der Kriegergötter. Hier haben wir haufenweise Essen und Getränke. Questgegenstände, hier sind die Goblinherzen. So kann man ja eigentlich Kohle machen im Game. Hier haben wir ein paar Erze und haufenweise Bücher. Die habe ich alle mal durchgelesen, aber steht nichts Besonderes drin. Aber es gibt auch welche, wo die halt ein Versteck verraten oder sonstiges oder eine geheime Quest aufdecken. Steigerungspunkte habe ich noch einen übrig. Die machen wir mal in Stärke rein noch. Annehmen. Ja. Dann tun wir mal das Ganze speichern. Ich will nicht wissen, wie oft ich damals bei den ganzen Hammer Games, bei Gothic zum Beispiel, 1 und 2, 3. Ich glaube, nach jedem Monster habe ich gespeichert. Das war auch echt notwendig da. Da konntest du nämlich ruckzuck manchmal drauf gehen, wenn du nicht richtig reagiert hast. Ja. Oder was gab es denn noch? Da gab es noch andere Games hier. Oblivion. Boah, ich glaube, da habe ich 100.000 Mal gespeichert, bis ich das fertig hatte. War schon ziemlich heftig, das Ganze. Ja. Eine Speicherorgie war das. Nehmen wir mal raus. So. David der Verräter. David die... Ja, Pussy. Warum haut er ab? Erkunden wir mal ein bisschen die Gegend zusammen. Was es hier so gibt.
jeder, der in die Quere kommt, schneide ich die Kehle durch. Tack, tack. Nein. So sind wir nicht. Erstmal reden. Und dann. Warte. Kann man hier Kräuter sammeln? Ey, Maxchen. Das ist Maxchen. Der mit dem kleinen Glied. Richard hat mich darum gebeten, die Wachen des neuen Ordens loszuwerden. Und warum steht ihr dann hier herum? Kümmert euch selbst, warum stand nicht? Das ist eine faule Sau. Hier, Hebel. Verdammt, Richard. Wie lange muss ich hier warten? Was ist passiert? Hab ich irgendwas dazu bekommen? Nö. Was war das? Ich weiß es nicht. Gehen mal ein paar Goblins abschlachten. So ein paar Herzen denn rausreißen können. Schon assi, ne? Du gehst einfach so die Herzen von denen verkaufen. Ja. Organmafia. Tja. Das Leben ist hart. Jeder muss seine Brötchen verdienen. Magier hinten. Boah, das ist ja richtig stark, die Viecher. Kann ich gar nicht töten. Hilfe! Hilfe! Renn! Lauf, Forest! Ich muss mich alle töten, Mann. Was ist los mit euch? Ich hab doch gar nichts gemacht. Versteck hier. Kann man rein? Jawohl, kann man rein. Wo sind wir da? Ja! Wir sind in einem abgelegenen Keller. Ziemlich feucht hier. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Erstmal ist kurz und klein auf. Findet man immer was Schönes. Kritischer Treffer plus 5. Was hab ich? Kritischer Treffer plus 5, 3 bis 7. Meins ist besser. Oh, Skelette. Da wurde einer vergessen. Dem ergibt sich so gut. Noch einer. Ich fühle mich gar nicht gut. Oh, ich hab nur noch... das war knapp. Ah, das war hammerknapp. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Haben wir irgendwas zum Leben auffüllen? Ich denke mal der Schinken. Hau dir mal den Schinken rein. Warum kann ich nicht? Der muss essen, der Bub. Ah, okay, eben laden sich meine Leben auf. Auch gleich verwenden, benutzen. Und wir speichern ein weiteres Mal. Ich hab Angst, jemand. Ich kack mir in die Hose. Fortsetzen. Look, my host, die ist schon. Die hängt schon, die schleift schon auf dem Boden. So voll ist die. Der Schuss so hier. Auch weg. Skeletor. Kennt jemand von euch Skeletor, ja? Das war früher von He-Man der Bösewicht. Für die, die ihn nicht kennen. Das hab ich als Kind verdammt gerne geguckt.
Statt auch die Actionfiguren von den He-Man und Skeletor, sein Tiger, wo er drauf geritten ist, kann ich schon an den Namen erinnern. Das ist einfach zu lange her. Da liegt ein Schlüssel, den nehmen wir mit. Muss man echt aufpassen und gucken, was hier so alles rumliegt. Auf den Tischen oder auf dem Boden. Wie ihr gesehen habt, findet man schnell etwas, wenn man genau hinschaut. Das war aber eben Glück, ganz ehrlich. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Was haben wir hier? Gewünscht, Veredelung der Stärke. Ach, das sind sowas wie Sockel. Muss wahrscheinlich die Waffen oder in die Rüstung reinhauen dann, dass du stärker wirst. Fossil. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ja, wo ist denn die Kiste für den Schlüssel? Ne? Ha? Ha? Ja, wo ist das dann? Keine Kiste da. Oder ist das für die Tür hier? Boah. Ey, da will ich schreien, Mann. Mach mal die Tür auf. Aus der Kiste da steht. Das ist scheiße, die Schulden. Naja. Nee, von hier bin ich geflüchtet. Ey, Ente. Guck mich nicht so an, Ente. Ich hab's dir gesagt. Wie geil, ey. Ja, ich bin der Enten- und Hasenkiller. Ich bin berüchtigt. So, hiermit beende ich dieses Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, lasst einen Daumen unten da. Kommentieren, abonnieren, alles gern gesehen, würde mich sehr freuen. Ansonsten von mir noch einen schönen Tag. Das war's von mir, Saphirus, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.